Meine Lieben, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Arabien. So, wir schauen jetzt mal, ob der Bug oder wie auch immer, der Cheat, der keine Ahnung, funktioniert hat und sich durch Koalition jetzt auflöst. Ich bin aber sehr gespannt. So, wir starten ins Spiel. Wir warten nach wie vor auf unsere Chance gegen Portugal. Wir sind in irgendeinem Krieg mit Warum bin ich denn in einem Krieg mit revolutionäres Würzburg? Österreich ist auch mit drin. Was ist das jetzt genau für ein Krieg? Moment. Verteidiger gegen... Ah, okay. Rotenburg revolutioniert gegen Würzburg und Würzburg ist vermutlich mit Österreich verbündet. Nee, oder halt einfach wegen Kaiser und so. Irgendwie so. So, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen. Neuer Monitor. Ich habe mir schon wieder gegönnt. Neuer Rechner ist da, deswegen musste auch neuer Monitor her. Einen 4K mit 144 Hertz, damit man den auch mit meinem neuen Rechner ein bisschen nutzen kann. Schauen wir mal, wie es läuft. Der ist jetzt ein bisschen größer. Alles ein bisschen ungewohnt. So, wir können in eine neue Tech gehen. Moderne Bürokratie. Wollen wir das schon? 845 Punkte bringt uns auch keine Innovation. Nee, wollen wir nicht. Wir warten noch ein bisschen. So, Koalition ist weiter da auf jeden Fall. Löst sich nicht direkt zum Spielstart auf, wie es irgendjemand geschrieben hatte. Aber vielleicht kommt es ja noch. So, wir können in die nächste Dingsbums Politik gehen, Regierungsform gehen und wir wollten Regierungslimit. So viel weiß ich noch. Heißt nämlich, jetzt können wir uns neue Staaten gründen. Und zwar zum Beispiel Ayutthaya mit 119 fucking Entwicklung. Wuhu! Erstmal bündeln. Rein damit. Und danach machen wir gleich weiter. Nord-Tenassien-Gebirge. Das ist zentral. Das wollen wir bestimmt auch. 74. Nehmen wir. Dann wird das hier Nord sein. Nehmen wir. Und Zentral-Burna. Nehmen wir auch. Das ist das da hier. Das nehmen wir mal auch. Alter Falter. So, kann man noch was? Theoretisch ja. Hier wollte ich reinschauen. Es würden noch 150 gehen. Wollen wir das für so kleinen Scheiß hernehmen, ist die Frage. Meine Entwicklung ist Entwicklung, muss man mal sagen, gell? Ja? So. So rum. Bahrain. Das hier. Erzurum ist irgendwo hier oben in der Türkei. Da war's. Nehmen wir Sulawesi. Nehmen wir das noch mit? Oder lassen wir es erstmal Sulawesi? Das ernsthaft? Selatan. Sulawesi Selatan. Das hier. Hat so viel Entwicklung, oder was? Oh, die anderen beiden hier. Ich glaube, wir müssen mal Bohne erobern. Aber ich glaube, wir lassen es erstmal. So, wir machen einfach mal weiter. Wir lassen es erstmal. So, Koalition löst sich also nicht auf. Das ist schlecht. Wir wollen eigentlich in den Krieg. Wir können noch Soldaten bauen. Und zwar, jetzt hier nochmal einen Sprung nach oben gemacht. Dann würde ich sagen, wir machen das doch einfach. Wir gucken als erstes mal, ob es noch irgendeinen geilen Söldnertrupp gibt zum Ausheben. Halt, das wollen wir alles nicht. 25, 2, 3. 25, 18, 6, 6. Den da hier zum Beispiel. Heben wir mal hier aus. Komm, dann machen wir noch mal eins selber. Haben wir nicht genügend Geld. 667 brauchen wir.
So, wir gehen wie immer Richtung Legalismus. So, Krieg schon vorbei. Moment. Österreich, nächster Krieg, hey, alter Falter, zerschlagt die Revolution. So, hier nochmal her. Und wir können in den Handel gehen. Handelsmacht Händler, wollen wir das auch? Ja, wollen wir sogar dringend. So, ihr 30 geht schon mal hier rüber. Alles Richtung Portugal, Spanien. Je mehr Truppen wir haben, desto gefährlicher werden wir, desto eher löst sich halt die Koalition auf. Deswegen pumpe ich immer wieder rein. In der Hoffnung, dass es was wird. In der Hoffnung, dass es etwas wird. Portugal, Spanien, Timuride, Khmer. Das Problem ist nur, ich meine, wir könnten es theoretisch schon machen. Ich habe halt nur keinen Bock, dass ich hier hinten und hier kämpfen muss. Es ist mir halt einfach zu viel Action. Da habe ich keinen Bock. Wenn ich ernsthaft spielen wollen würde, würde ich eine Welteroberung versuchen. Aber deswegen müssen wir das jetzt aussitzen. Ja, irgendwo hier. General haben wir sogar drinnen. Was sind das für welche? Revolutionäre, aha. Ja, hau mal aufs Maul den Revolutionären, würde ich sagen. Machen wir gar nicht lang rum. Ich verstehe auch gar nicht, warum die sich gar nicht mehr auflöst. Also, ist schon ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Kann ich überhaupt noch verbessern? Ja, ich glaube schon. Machen wir einfach mal. Machen eine Revolte. Okay, die hat sich von selbst erledigt. Verbesserte Beziehungen machen wir hier auch nochmal. Ich will doch nur, dass ich die Koalition auflöse. Mehr will ich doch gar nicht. Schon ist, glaube ich, auch drin. Aber hier will ich eigentlich gar nicht großartig verbessern. So, nächster Krieg ist durch. Handelszentren können wir verbessern. Machen wir sofort. Ich verbessere gerne Handelszentrum. Das ist für mich ein Vergnügen. Alter, was geht denn? Palermo und Messina. Nehmen wir hier mal. Aber 30.000 Mann hier. Naja, Hammer. Fahr mal rüber hier. Ja, nehmen wir auch mit. Prestige, Grundsteuer, bla bla bla. So, wir können in eine Tech investieren. In Militärtech 701. Bringt uns halt nichts, weil wir schon Innovation haben. Aber machen wir doch. Vielleicht bringt es uns was von wegen Koalition. So, wir können in den großen Palast von Bangkok. Irgendwas war ziemlich geil. Vasallenbonus-Einheiten-Limit. Das hier zum Beispiel. Ich glaube, das meinte ich zwar nicht, aber geil ist es trotzdem. Deswegen sind noch mehr Truppen für uns. Goldmine erschöpft. So, und wir wollten eigentlich bauen, gell? Wir wollten bauen, und zwar Werkstätten. So, Großbritannien abrufen. Ja. Wir brauchen Werkstätten. Noch und nöcher. Alter, also das, aber dass hier überhaupt niemand aus der Koalition raus will. Nehmen wir mal Merkantilismus mit. Wie schaut denn das hier aus? Wir haben 9 von 9. Möchte sich denn vielleicht noch irgendjemand Geiles mit uns verbünden? Der Kirchenstaat möchte sich mit uns... Großbritannien möchte sich... Skandinavien möchte sich mit uns verbünden. Ey, Großbritannien 409.000.
Ich glaube, der erste ist gleich raus aus der. Achso, die waren gar nicht drin in der Koalition. Großbritannien, wir werden dich mal direkt, aber sowas von hofieren, wenn ich es finde. Da. Wir wollen, dass du dein Bündnis mit Portugal nämlich brichst. Brauche ich die eine Provinz hier eigentlich gar nicht mehr. Cornwall. Der Gag, den wir da gemacht haben. So, hier, 35.000 Mann. Du marschierst mal hier rüber. Die 30.000 von der Hauptstadt hat man schon, oder? Ja. Sag mal, das ist doch ein Bug mit der Koalition, oder? Wir geben das Geld jetzt nicht aus. Das muss doch ein Bug sein. Ich glaube, wir müssen damit Koalition rein. Das bleibt mir nichts anderes übrig. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Handelssteuerung gehen wir auch nochmal rein. So, nochmal ein paar Nationalisten. Wir bauen uns noch mal ein paar Werkstätten. So, Revolutionszentren wurden entfernt. Okay. Das ist schön. Das ist schön. So, also wir können in den Krieg... Oh, alter Falter. Koalition, komm, mir ist das jetzt wurscht. Wir können... Portugal direkt nicht angreifen. Wir können so alle reinrufen. Bis auf England. Ja, da müssen wir mal schauen, ob es einen besseren Kriegsgegner gibt. So von wegen schlechtere Verbündete. Ja, so ein General mit 1300 wollen wir garantiert nicht. Aber wir wollen dafür, also Freiheitsbestreben Untertanen nehmen wir noch mit. Wir brauchen dafür erstmal kurz 6 Dingsbums bei England. Nehmen wir mit. So, jetzt gehen wir hier 605. Mach mal, jetzt können wir nochmal neue Staaten gründen, aber ja, kannst du machen. Byzanz ist so unzufrieden. Können wir Schulden tilgen? Ja, können wir. Schirwan hat keine Schulden. Das sind doch die, die auf dem gleichen Kontinent liegen. Ah ne, ich bin in Afrika. Scheiße. Habe ich überhaupt einen Vasallen auf dem gleichen Kontinent? Adal. Ja, okay. Adalhammer. Byzanz, Delhi, Grimm, Schirwan. Wird nicht zählen. Jue auch nicht. Ich zähle ja als Afrika. Kann sich jetzt nur die Subkontinente anzeigen lassen. Das ist Schirwan ist nicht Afrika. Ist Asien. Alter, nationalistischer Krieg gegen Bayern. So, Moment, was haben wir denn hier? 35.000 Mann hier sind... Achso, okay, hier ist Portugal auf mir. Portugal ist auch im Krieg gegen Malakka. Achso, mit England zusammen. Mit England zusammen. So, also irgendwie, ich bin langsam echt davon überzeugt, dass meine Koalition ein Bug ist. Dass sie so lang anhält, das ist eher ungewöhnlich. Also müssen wir uns das irgendwie erzwingen. Mag ich gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Schauen wir mal, hier haben wir 903.000. Es würden alle mitmachen, bis auf Großbritannien, wegen anderer Krieg. Wir wären auf jeden Fall schwächer.
Bengalen macht hier halt noch Schmidt. Lana Khmer, der Timuride. Shun ist halt das Problem ein bisschen. Ach, und Shun kann noch seine eigenen Verbündeten herbeirufen. Weil du ein Tributstaat bist. Du auch? Nein, du zum Beispiel nicht. Khmer und Bengalen. Okay, Khmer ist ja sowieso dabei. So. Genau. Wir müssten uns auf Spanien, Portugal konzentrieren. Ich meine, hier hinten hätten wir, ja, boah, das mit Schun nervt mich halt. Warum kann Schun nicht rausgehen? So, und hier müsste man vielleicht schauen, Großbritannien. Großbritannien sollte jetzt nicht so lange dauern, der Krieg hier. Vor allem ist ein portugiesischer Krieg. Jetzt haben wir hier diplomatische Beziehungen. Ja, wollen wir auf jeden Fall. Wollen wir auf jeden Fall. Es bewegt sich viel in unseren Reihen. Was haben wir denn hier? Noch 1000 Mann. Der muss da noch dazu. Hier haben wir 25 Schiffe stehen. Wo ist denn meine Hauptflotte, bitte? Ja. Komm mal runter hier. Komm mal runter da, Bitchin. Weil ich muss gestehen, wenn wir schon einen Weltkrieg verursachen, dann hätte ich gerne, oh guckt mal, 317, dann hätte ich gerne England mit auf meiner Seite, weil die halt überall auf der ganzen Welt rumfuhrwerken. Die Frage ist, wir könnten jetzt einfach mal kurz, weil wir kriegen ja eh gleich eine Diplo-Rep. Wir könnten uns natürlich einfach noch einen Verbündeten suchen. Also Kirchenstaat, Skandinavien. Du hast 100.000 Truppen, habe ich gesagt, gell? 159.000. Du hast Österreich, Spanien, Portugal. Hört sich doch super an. Also Österreich jetzt nicht so, aber Spanien, Portugal zum Beispiel. Finde ich, hört sich mega geil an. So, wo ist der Aufstand? Gute Frage. Ah, hier. 44.000. Nehmen wir mal dich hier. Anführer mal eh zu wenig, habe ich gehört. Und du gehst mal hier rüber. Du gehst mal darüber. Geld spielt natürlich keine Rolle bei uns. Wieder irgendein General tot. Alter, da habe ich auch keine Übersicht mehr inzwischen. So, mach mal fertig, oder? Ja, mach mal. Mach mal, mach mal. Karawaneinfluss, bla bla bla. Jetzt können wir. Ach, erstmal, wir haben einen neuen Händler. Okay. Wir gehen. Irgendwo hier rein. Oder auch nicht. Wir könnten 37%. Hier geht aber nur raus. Hier haben wir 23%. Könnten natürlich anfangen, mal hier abzuschöpfen. Schauen wir mal, wie viel da rauskommt, ehrlich gesagt. Noch einen Monat warten. 72 Dukaten! Okay, ja gut. Nehmen wir mit. Und wir können aber hier noch schauen. Nochmal einen Händler. Handelseffizienz. Nochmal einen Händler auf jeden Fall. Mach mal minus 1, komm, wir holen uns nochmal minus 2, wir holen uns noch die Handelseffizienz. Achso, oder produzierte Güter, wo machen wir denn mehr? Handel wahrscheinlich. Ne, Produktion, 302, dann nehmen wir noch die produzierten Güter mit. Noch ein Händler. Ja, dann werden wir jetzt hier halt noch was umleiten irgendwo. Dich zum Beispiel. Übertragen, dann fließt hier noch mehr rein und wir verdienen noch mehr. Wir verdienen wahrscheinlich
Hier machen wir ein bisschen mehr Dukaten. Ist der Handelswert, aber was verdienen wir? Wir verdienen 155, okay, wir machen doppelt so viel. Na gut, immerhin. Immerhin. Aber das ist natürlich schon trotzdem echt krass. Also, okay, Malakka 5%. Achso, England kann ja auch gar nicht mit im Krieg. Moment. England kann ja auch gar nicht mit im Krieg, glaube ich. Weil die ja im Krieg mit Portugal sind. Doch, sie würden sogar eintreten. Aber dann wären sie ja im Krieg mit Portugal, aber an dessen Seite kämpfen sie. Doch fliegen die dann aus dem Krieg mit Portugal raus? Das ist die Frage an der ganzen Geschichte. Das ist die Frage an der ganzen Geschichte. So, Bayernkrieg ist vorbei. Oh. Da hat jetzt Österreich richtig gefressen. Bayern mal richtig weggemacht. Bayern mal so richtig weggemacht. Von mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn der Krieg hier einfach mal enden würde. Das fände ich halt Moment, den heben wir wieder auf. Das fände ich mal super. Und hier müssen wir nochmal nachbessern. Wir haben jetzt halt hier 20-4-20. Ja. Also, Koalition löst sich, komme was wolle, einfach nicht auf. Also in meinen Augen muss das ein Bug sein, was das eigentlich, also Revolutionäre. In meinen Augen muss das ein Bug sein. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist ziemlich doof, ehrlich gesagt. Das ist echt doof. So, ich hätte jetzt gerne... Was passiert, wenn ich jetzt halt England in den Krieg gegen Portugal rufe? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Wenn ich jetzt halt sage, okay, wir brauchen 50 Gefallen, um ein Bündnis aufzulösen. Wir warten noch ganz kurz auf Skandinavien, dass wir die theoretisch auch noch reinrufen können. So, Großprojekte nochmal schnell. Irgendwo war nämlich noch, Handelsmacht, ne, meinte ich jetzt nicht, nehmen wir aber auch mit. Ich dachte, irgendwo wäre noch was mit loyaleren Untertanen gewesen, aber brauchen wir uns momentan eh nicht. Schau mal, Delhi, 140.000 Mann, hä. Okay. Wir warten jetzt noch ganz kurz auf Skandinavien. Dann müssen wir, es geht nicht anders, in einen großen Krieg. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Kann ich nur verlieren im Endeffekt. Oh, Moment, da ist jetzt gerade was passiert. Hier hat sich Großbritannien Sachen geschnappt. Und irgendjemand ist raus aus dem Krieg. Irgendjemand ist raus aus dem Krieg. So, wie ist denn das jetzt eigentlich? Du kämpfst, England kämpft nur noch gegen, Malakka, Pasai und noch irgendwas. Malakka, Pasai, okay. So ein Krampf hier. Oh. Oh, okay, das ist natürlich jetzt nicht ganz so ideal. Dachte ich mir gerade, okay, vielleicht könnte man so Portugal reinrufen, aber funktioniert nicht. So, wir haben
theoretisch mehr als genügend. Hier würde Skandinavien destabilisieren, hat Schuldenkrieg weit weg, kämpft in einem anderen Krieg. Was hast du für einen Krieg? Chakatai und Buratien oder sowas. Jetmar Kam. Du bist ein Tributstaat von Chakatai. Wir gucken einfach nur mal. Warte mal. Ah, ist ja nicht Kam, ist ja Khmer, die uns hassen. Wo ist denn Khmer eigentlich hier? Lanan und Wu. Da macht aber Vishana gar nicht mit. Krieg weit weg. So, jetzt werden wir sogar stärker von den Truppen her. Jawohl, eigentlich nicht. Wir haben nur ein bisschen mehr Infanterie, dafür haben wir ein bisschen weniger Kavallerie. Aber der Gegner hat mehr Kanonen, aber trotzdem. Ich glaube, wir werden das jetzt tun. Aber erst in der nächsten Folge. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.